Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur Minecraft Staffel 6, Folge Nummer 354. Wir sind auf der Suche nach Glas. Und dieses findet man hier oder hier. Da ist ganz viel Glas. Ich nehme mal 2 Stacks mit, man kann ja nie wissen. Was wollte ich noch mitnehmen? Eisen. 6 Eisen. Habe ich hier unten noch was davon? Leider nicht. Habe ich in der Kuhstruhe noch was davon? Auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann man eigentlich unten auch machen. Dann nehme ich mal alles und verputzel das. Zip. Hat er jetzt nicht gemacht, oder? Dummbatz. Dummbatz. Wie war denn das Rezept? So? Ja, so. Ist ganz viele Eisengitter gemacht. Packe ich mal hier rein. Vielleicht brauchen wir die ein andermal. Hätte ich auch früher drauf kommen können. La 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 la. Wieder mal ein Lied vom lieben Musselbert, alias Opa spielt. Wie gesagt, die ganze Musik, die ihr hier hört, die könnt ihr auch nachhören. Und zwar unten in der Videobeschreibung. Das sind ein paar Links, wo ihr drauf gucken könnt. So, jetzt auch weiter im Programm. Hier erstmal das. La 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 la. Okay, das geht. Weil hier eine Fackel ist. Pass mal auf. Das ist nämlich gewitzt hier, das Ding. So, mal da hin. Dort geht's auch nicht hin. Da sehe ich die Fackel. Jetzt nicht mehr. Aber jetzt kann ich sie. Zack. Das ist die Sache mit den Fackeln. So. Jetzt habe ich noch 4 über. So, einer kommt da hier hin. Und hier muss ja irgendwas gelagert werden. Ich tue das jetzt einfach alles in die Truhe ballern hier. Einfach alles rein. So, gucken wir gleich mal nach, ob hier oben irgendwas ausgeleuchtet werden muss. Und hier ist alles Lichtlevel. Lichtlevel okay. Alles im Normbereich. Arg. Das war jetzt nicht gut. Vielleicht zählt man die Tischlereien in Zukunft hier und das haben wir jetzt ja gewitzt gemacht hier. Nicht versprechen. Mal gucken hier. Darf nicht dunkler sein als 7. Zack. 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 Und zack. Hier ist auch nicht dunkel. Hier waren mal kurz 7 in der Mitte. Hier ist eine 6. Auf dem Block können theoretisch Monster spawnen. Theoretisch. Außer ich setze hier eine Fackel hin. Gut, haben wir das auch. Hier passen eigentlich locker noch ein paar Werkbänke hin. Haha, da ist ein Bett. Das nehme ich mir mit. Das ist mein Bett. Mein Bett. Die haben wir mich hier reingetan. 1, 2, 3. 3 Werkbänke. Passen hier noch hin. Zack, zack, zack. Guck mal.
wieder die ganzen Koordinaten ausschalten. So. Schaut auch schon viel besser aus. Hier könnte noch ein Tisch hin. Aber da haben wir schon mal den lieben Schreiner hier fertig. Wollte ich jetzt Rahmen mitbringen? Oh, ich bin ein vergesslicher Mensch. Ein ziemlich vergesslicher Mensch. Letzte Zeit ziemlich vergesslich. Das ist ein Schneerutsch. Schneerutsch. Ich gucke jetzt mal hier rein. Wir wollten mal eine Steinmetzgerei draus machen, ne? Eine Steinbrennerei kommt hier hin. Dazu braucht man einen Fichtenholzzaun, den Zaun und das Ding. Das habe ich extra hier drinnen gelassen, hoppala. Also, ich möchte jetzt... Nee, ich hätte es fast gemacht, pass auf. Ich hätte es fast getan. Aber den Zaun hier, den haben wir da unten in der Truhe. Und das nicht wenig. Warum? Dann 9 craften. Da können wir doch einfach den nehmen, der in der Truhe ist. Hier, ach, hier waren die Holz. Ah, hier war das Holz drin. Ich verstehe. Hier noch was drin? Nein. Zack. Haben wir 60 auch davon. Hier war nichts Besonderes drin, außer ein paar Eier. Um Eier geht es auch demnächst. Da habe ich nämlich eine ganz clevere Sache entdeckt, die auch ziemlich gut ausschaut. Hätte da das Leder mitbringen können, aber ihr kennt mich ja. So, da oben kommt das dran. Zack, zack. Zack und zack. Passt. Und hier, was wollten wir hier reinmachen? Einen Türenladen, sagt ihr? Einen Türenladen. Können wir machen. Einen Türenladen. Jetzt hängen wir noch einen höher. Ihr merkt schon wieder, dass meine Maus anfängt mit Zittern. Muss ich mal ein bisschen zärtlicher behandeln. Und auch ein bisschen auf meine Ernährung achten, ja? Ich schreibe jetzt erstmal hier Türenladen hin. Türen. Ja, eigentlich ist ja ein Türenschreiner, oder? Aber einen Schreiner haben wir ja da vorne. Ein Türenwerker? Wie nennt sich denn der Beruf? Ein Türentischler vielleicht. Ein Türenhobler. Hobler. Ein Türenhobler. Hier ist ein Türenhobler drin. Hier. Hobeln ihre Türen so fein wie Seide. Türen Hobler Meister 3. Zack. Hier kommt eine Steinbrennerei rein. Steinbrennerei. Steinbrennerei. Und das ist ein Holzschreiner, kann man nicht sagen. Ein Schreinerbetrieb. Schreiner
Betrieb. Ist uns doch eigentlich ganz gut gelungen, diese kleine, aber feine Holzwerkstatt. Hier oben drin ist ein Zombie. Oder ist er schon unten? Da ist er schon unten. Muss da mal ganz kurz reingucken von unten, von der Apotheke aus, weil da soll die Monsterfalle mal hinführen. Ne, hier ist noch keiner drin. Die müsste es doch dort rausspülen. Wir werden da mal in den nächsten Folgen hochgucken. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier oben erstmal den Schreiner fertig. Den Schreiner. Und zack, ich verabschiede mich deswegen von euch, meine lieben Freunde, und ihr könnt entscheiden oder beurteilen, wie euch der Schreiner gefällt. Ich kann da noch mal durchlaufen. Hier haben wir die Werkfläche Nummer 1 sozusagen für die ganzen Holzstämme. Hier werden erstmal ein bisschen bearbeitet, dass sie hier reinpassen in diese Passung. Und dann hier näher rum. Und dann ist es hier unten kein Balken mehr, sondern ein Stück Brett. Dieses Brett kann man dann hier oben weiterverarbeiten. Hola. Und mir fällt gerade ein. Ein was habe ich eigentlich vergessen. Warte mal, das kann man, glaube ich. Da gibt es eh nur eine Farbe, genau. Knöpfe. Knöpfe. Hier liegt ein bisschen was rum. Ein bisschen dekorieren hier noch. Zack. Ja, zack, dahin. Liegt ein bisschen was rum. Ein paar Holzsplitter. Finde ich eigentlich ganz lustig. Hier unten kann man das auch nochmal machen. Gerade in der Nähe von... Von hier. Zack, zack. Gibt bei Holzsplitter rum. Ich finde, das gibt den Laden noch mal so einen extra Touch. Können wir auch ein kleines Bildchen machen. Super. Mir gefällt's sehr. Ich hoffe euch auch. Ich verabschiede mich, meine lieben Freunde, von dieser Folge. Ab der nächsten geht's dann weiter mit dem Rat, mit dem Gerichtsgebäude der Stadt Nordwehen, des Ortes. Und wir hören uns dann nächste Folge wieder. Ciao, ciao!